Liebe Anwesende, es ist ja immer wichtig, dass die da sind, auch richtig informiert werden. Im Frühjahr 2019 hat der Verwaltungsrat von der Spital St. Gallen, von allen Spitalverbünden und der Regierung eine Neuausrichtung von der Spitallandschaft St. Gallen vorgeschlagen und die in Vernehmlassung geschickt. Neu hat man nur geredet von der 4+5-Strategie. Das hat geheißen, Wallenstadt ist kein Spital mehr. Eine beispiellose Solidaritätswelle von der Talgemeinschaft, Parteien und Bevölkerung hat davon gekämpft in den Folgemonaten. Wir waren in der Siga, wir haben Unterschriften gesammelt, über 11'000. Und wir haben ein klares Postulat auf St. Gallen geschickt, wir wollen das Spital behalten. Im Jahr 2020 hat die Regierung und Parlament die Spitalkommission eingesetzt und die hat ihre Arbeit aufgenommen. Darum gebe ich jetzt gerne das Wort Bruno Dammann, der heute eigentlich eine riesige Tortur gemacht hat, Pressekonferenz, Verschärfungen, den im Kantonsrat wieder müssen sein und jetzt noch auf Melzer, aber ist ein halber Melzer. Herzlich willkommen mit einem Applaus, Bruno Dammann. Geschätzte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einleitung. Ich komme immer wieder gerne auf Melz, weil, wie der Vorredner ja gesagt hat, ich ein halber Melzer bin. Also, von was erzähle ich? Ich möchte über den Projektauftrag von der Regierung zur Zukunft vom Spital Wallenstadt etwas erzählen. Da sehen Sie mal, wie das etwa gegangen ist. Wir haben ursprünglich die Spitalstrategie 4+5, das heisst, noch 4 Spitäler im Kanton St. Gallen plus 5 sogenannte Gesundheitsnotfallzentren. Das Spital Wallenstadt wäre ganz klar auf dieser Liste gewesen, dass man es als Notfallzentrum weitergeführt hätte, aber nicht mehr als Spital. Es ist dann im Laufe der Zeit der Wunsch gekommen, dass man doch mit dem Kanton Spital Graubünden und Glarus die Weiterführung vom Spital als Kooperationsmodell vorsehen oder mindestens abklären. Der Kantonsrat hat dann am 2. Dezember 2020 an die Regierung eingeladen, einen Bericht zu erstatten für die Weiterentwicklung vom Spital Wallenstadt in der Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Graubünden und oder dem Spital Glarus. Am 19. Januar, Sie sehen, anderthalb Monate später, hat die Regierung vom Kanton St. Gallen den Projektauftrag und die Projektorganisation gut geheissen. Er ist erarbeitet worden in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Graubünden, mit den Protagonisten vom Sarganserland. Man hat dann da können ein Projekt aufgleisen und das Projekt einführen. Im Februar 2021 bis Dezember 2022 ist die Durchführung von dem Projekt gerechnet. Was war das Projektziel? Erstes Ziel war, Prüfung von einer langfristigen Aufrechterhaltung vom Spitalstandort Wallenstadt in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Graubünden. Ihr seht, da ist jetzt Glarus schon weggefallen, weil wir einfach gesehen, die Zusammenarbeit mit Glarus wäre nicht richtig und das käme nicht zu fliegen. Denn Sicherstellung und Optimierung vom Gesundheitsversorgung im Sarganserland, Abstimmung mit angrenzenden Regionen. Das war auch ein bisschen das Projekt. Wir wollten über die Kantonsgrenzen ausschauen. Wir haben bewusst gesagt, wir wollen auch die Zusammenarbeit nicht ausschliessen mit einem Kantonsspital Graubünden, wo einem anderen Kanton angehört. Denn, was sehr schwierig war und weiterhin nicht ganz einfach ist, die Sicherstellung vom Spitalbetrieb während der Projektdauer. Wieso war das relativ ein schwieriger Punkt? Ihr müsst euch vorstellen, die Unsicherheit beim Personal war relativ gross. Man hat nicht gewusst, wird es jetzt zugemacht, bleibt es offen, was passiert. Und wenn Unsicherheit da ist, gibt es Ängste im Personal, gibt es eine Unruhe und selbstverständlich dann die Folge ist, dass es Kündigungen gibt. Dann ein ganz wichtiger Punkt, den wir als Projektziel gesetzt haben. Wenn das Kantonsspital Graubünden Spital Wallenstadt übernommen hat, dann wird es vom Kanton keine Defizitgarantie mehr geben oder irgendwelche Defizite gezahlt werden. Das Projekt war in 3 Phasen aufgeteilt. Die erste Phase, da hat man Sicherstellung vom Betrieb zuerst machen müssen, dann die Übertragung, man hat ein Letter of Intent schreiben über die Übertragung der Liegenschaft.
die Übertragung der Mobilien und Geräte und ein Leistungsangebot. Das Ziel war, dass wir das alles haben bis am 1. Juli 2021, was uns auch gelungen ist. Wir sind sogar ein bisschen früher gewesen. Nachher, jetzt läuft die zweite Phase. In dieser zweiten Phase ist die Erarbeitung vom Leistungsauftrag. Das heisst, wir müssen jetzt Leistungen, also das heisst, was bietet das Kantonsspital Graubünden nachher in Wallenstadt da, da muss man muss der Kanton dem Bewilligung geben, dass man die Leistungen kann machen kann, dass man da wieder weiter betreiben kann. Und da sind wir in der Regierung klar der Meinung, dass man das, was bis jetzt angeboten worden ist, das Kantonsspital Graubünden weiterhin kann anbieten kann und dass man da einen Leistungsauftrag gibt. Dann die ganze Finanzierung, dann der Besitz. Betriebsmodell, dass man alles jetzt ausgearbeitet würde und etwas, was auch nicht so ganz einfach ist. Die Angestellten kommen den neuen Arbeitgeber rüber. Es braucht Personalrecht, Pensionskasse. Das sind alles so Punkte, wo man abklären muss, die nicht ganz einfach ist. Versicherungen müssen abgeklärt sein und was da nicht drauf ist, wo aber auch ganz ein wichtiger Punkt ist, ist die IT. Die IT ist vermutlich eines der ganz schwierigen Probleme. Jetzt ist das Spital Wallenstadt voll angehängt an die Spitalregion 2, also an Grabs und Altstädte. Nachher muss man das abhängen, so quasi. Und man kann nicht einfach den Stecker ziehen und umstecken, sondern das muss neu erarbeitet werden und angeschlossen werden an Graubünden. Dann in der Phase 3, das wird man so etwa im Mai 2022, müssen wir einen Entscheid haben vom Kantonsrat, dann von der Spitalregion Rinntal-Werdenberg-Sarganserland, vom Verwaltungsrat, von der Spitalverbünde, vom Kantonsspital Graubünden und, da steht jetzt auch noch drauf, unter Umständen braucht es das dann nicht, je nachdem, wer die Liegenschaft übernimmt, von der Gemeinde. Unser Ziel ist ganz klar, dass wir spätestens im September, in der Session vom September, dass der Kantonsrat das behandelt, das Geschäft, und dass wir bis spätestens im September dann auch Klarheit haben, was passiert definitiv mit dem Spital Wallenstadt. Da sehen Sie Anspruchsgruppen. Es sind enorm viele Leute, die da betroffen sind. Zuoberst oben natürlich eher als ganzer Länder, Bevölkerung, Patientenschaft natürlich, dann ganz grosse Betroffenheit natürlich bei den Mitarbeitenden vom Spital Wallenstadt, dann aber auch von der Führung, von der SRR, WS und Führung, Mitarbeitenden vom Kantonsspital Graubünden sind selbstverständlich auch in dem ganzen Prozess drin. Dann Gemeinde vom Sarganserland, das ist eben immer noch mit dem Hintergedanken, dass Gemeinden Spital kaufen und dann dem Kantonsspital Graubünden vermietet, den Belegärzteschaft vom Spital Wallenstadt, das ist auch die Ärzteschaft des Sarganserland, das wird ein wichtiger Punkt sein, weil die Ärzte müssen einweisen dann im Normalfall die Ärzte. Es gibt immer Leute, die von sich aus ins Spital gehen, aber im Großen und Ganzen ist doch die Einweisung von der Ärzte. Dann die regionalen Organisationen, wie wir jetzt heute Parteien und so weiter, dass die brauchen, alle, die sind betroffen. Dann die Regierungen von den Kantonen Ostschweiz. Da gibt es auch eine Spitalplanung Ostschweiz, wo wir dran sind, dass wir über die Ostschweiz aus die Spitäler planen. Dann die politischen Parteien und Kantonsrat von St. Gallen. Ich würde jetzt meinen, von Graubünden ein bisschen weniger, weil wir müssen den Kantonsratsbeschluss haben. Dann sind wir selber im Gesundheitsdepartement natürlich auch ein Stück weit betroffen und arbeiten damit. Wie war das Projekt organisiert? Auftraggeberin ist die Regierung vom Kanton St. Gallen. Dann haben wir einen Lenkungsausschuss. Da bin ich als Präsident. Dann der Professor Felix Senhauser, der Verwaltungsratspräsident ist vom Spitalverbund St. Gallen, ist in dem Gremium dabei und der Martin Schmid als Präsident und Verwaltungsrat vom Kantonsspital Graubünden. Denn im Projektausschuss
das Projekt leiten, von der Phase 2 weg, das tut Arnold Bachmann, ehemaliger CEO vom Kantonsspital Graubünden. Dann Stefania Moschau ist delegiert von uns im Gesundheitsdepartement. Sie hat die erste Projekt, ist Projektleiterin von der ersten Phase. Dann der Stefan Lichtensteiger als CEO von der Spitalregion 2, wo auch da vorne rechts sitzt. Dann der Jörg Liemann ist Vertretung vom Spital Wallenstadt, der ist auch da anwesend. Dann der Thomas Warzinek, der sollte auch da sein, aber ist leider kann er nicht da sein. Dann der Walter Gartmann, den habt ihr schon gehört. Der Christoph Gull als Vertreter von der Sarganserländer Gemeinde und der Herr Keune als CEO, jetziger CEO vom Kantonsspital Graubünden. Das ist der Projektausschuss. Dann haben wir einen erweiterten Projektausschuss. Das ist dann so Sounding Bar, kann man dem auch sagen. Da ist die Vertretung von der Belegärzteschaft, Vertretung vom Bizol Care, Vertretung von Riva Care, Vertretung vom Spitex, Vertretung der Vertalgemeinschaft, Sarganserland Wallensee, Vertretung von Kantonsrätinnen, Kantonsräten aus dem Sarganserland und zurzeit Erweiterung im Gang, dass auch Psychiatrie Süd, also Klinik und Klinik Valenz dazu kommen, weil das sind doch auch noch wichtige Player im Ganzen. Dann Projektergebnis, was wollen wir für ein Ziel, was haben wir für ein Ziel? Wir wollen eine Vorlage erarbeiten, dass der Regierungsrat vom Kanton St. Gallen und der Kantonsrat das können genehmigen können. Unter Einbezug selbstverständlich immer mit der Spitalregion 2. Denn wenn die Gemeinden das Spital kaufen sollten, dann wäre selbstverständlich, müssen die Sarganserländer Gemeinden auch einen Entscheid fällen. Dann das Kantonsspital Graubünden, da muss natürlich auch der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung vom Kantonsspital Graubünden muss ja sagen, muss einen Entscheid fällen, muss sagen, jawohl, wir übernehmen es. Dann, was muss entschieden werden, es ist einmal die Trägerschaft, dann der Betreiber, also die Trägerschaft auch vom Gebäude, dann das Leistungsangebot, da sind wir eigentlich fast am weitesten und da ist eigentlich schon ziemlich klar, was man da anbieten tut im Spital und das Eigentum von der Liegenschaft. Das ganz kurz, wo wir stehen und was der Kanton machen muss. Und jetzt darf ich das Wort der Stefania geben. Ich werde etwas über die erste Projektphase sagen, über die Phase, wo der Kanton Projektleitung hatte. Wenn man den gleichen Plan anschaut, wie der Regierungsrat Bruno Dammann gezeigt hat, dann sieht man, dass die erste Projektphase hier in Rosenrot eine relativ kurze Projektphase war. Aber sie war eine Phase, in der man zentrale Entscheidungen treffen musste. Entscheidungen betreffend Leistungsangebot, das möglich ist, betreffend Übertragung von Mobilien, von der Immobilie, von der Liegenschaft, betreffend Sicherstellung des Betriebs. Und der wichtigste Entscheid, den wir treffen mussten, ist am 30. Juni getroffen worden, wird das Projekt überhaupt weitergeführt oder wird das Projekt abgebrochen. Um die Entscheidungen zu treffen, hat es eine sehr starke Zusammenarbeit gebraucht innerhalb des Kernteams, innerhalb des Projektausschusses und vom Lenkungsausschuss. Es haben Verhandlungen stattgefunden. Man muss sich vorstellen, dass nicht alle die gleichen Interessen hatten in diesem Projekt. Jetzt zum Beispiel das Finanzdepartement hat ganz sicher das Interesse, die Liegenschaft möglichst zu einem höheren Wert zu übertragen und die potenzielle Käuferschaft, die Liegenschaft zu einem möglichst tiefen Wert zu übernehmen. Also Verhandlungen haben müssen stattfinden. Man kann sich auch vorstellen, dass der jetzige Betreiber nicht unbedingt die gleichen Interessen hat bezüglich dem Spital wie der künftige Betreiber, das Kantonsspital Graubünden. Und da hat man eine sehr starke Kooperationsbereitschaft gehabt, vor allem von der Spitalregion Rheintal-Werdenberg, das Sarganserland, wo das Spital und der Spitalbetrieb aufrecht erhalten. Wir haben die erste Projektphase in 6 Teilaspekte unterteilt. Sehr wichtig, wie das bereits vom Regierungsrat Bruno Dammann gesagt worden ist, Sicherstellung vom Spitalbetrieb während dieser Phase, während dieser 2-jährigen Projektphase. Definition vom
künftigen Leistungsangebot am Standort Wallenstadt unter der Leitung vom Kantonsspital Graubünden, Übertragung von Mobilien, Maschinen, Einrichtungen, Übertragung von der Liegenschaft und zentral die Mitarbeitenden und Kommunikation sowohl zu den Mitarbeitenden wie auch zur Öffentlichkeit. Die vier blau markierten Teilaspekte sind in Form von Absichtserklärungen geregelt worden. Die erste Absichtserklärung ist die Absichtserklärung zur Sicherstellung des Spitalbetriebs. Am liebsten hätten wir es gehabt, dass am Anfang der Projektphase das Spital Wallenstadt abgetrennt worden wäre als selbstständiges Spital und während dieser zweijährigen Projektphase vorbereitet auf eine Übertragung als Kantonsspital zu Graubünden. Das ist nicht möglich. Es ist gesetzlich so verankert, dass die Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland, der CEO und der Verwaltungsrat der Spitalverbünde die Verantwortung haben und Entscheidungskompetenz. Also im Rahmen dieser gegebenen juristischen Strukturen haben wir einen Mechanismus implementiert und mittels Absichtserklärung sichergestellt, falls es mal Divergenzen sollte haben zwischen dem aktuellen Betreiber und dem Standortleiter, der zu diesem Zweck ernannt worden ist, am Jürg Liemann. Es findet sehr starke Kooperation statt zwischen der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland, wo das Spital führt, und am Standort, und es wird sehr offen kommuniziert. Sollte zwischen Standortleiter und CEO von der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland Dissens vorkommen, dann wird die Problematik an uns weitergeleitet als Kernteam. Im Kernteam vertreten sind sowohl beide CEOs, also von der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland und vom Kantonsspital Graubünden, aber es ist auch der Kanton vertreten und es ist der Standortleiter vertreten und die jetzige Projektleitung. Dort wird das ausdiskutiert und im Normalfall findet man eine gute Lösung, wo sich alle bereit erklären, mit dieser Lösung weiterzumachen. Sollte ein weiterer Dissens vorhanden sein, dann wird die Problematik an Lenkungsausschuss weitergetragen. Im Lenkungsausschuss drinnen sind Verwaltungsratspräsidenten vom Kantonsspital Graubünden und von der Spitalverbünde und als Leiter vom Lenkungsausschuss der Regierungsrat Bruno Damann. Der Lenkungsausschuss kann nicht entscheiden, obwohl der Verwaltungsratspräsident vertreten ist. Der Lenkungsausschuss kann aber eine verbindliche Empfehlung zuhanden vom Verwaltungsrat der Spitalverbünde abgeben. Das ist einmal passiert, dass man so weit gekommen ist. Der Verwaltungsrat der Spitalverbünde verpflichtet sich entsprechend im Sinn, hat das in der Absichtserklärung festgehalten, im Sinn vom künftigen Spitalwahlenstadt zu handeln, außer es würde explizit die Interessen von den Spitalverbünden getroffen werden. Die zweite Absichtserklärung, die verhandelt und unterschrieben worden ist, betrifft das künftige Leistungsangebot am Standort Wallenstadt unter der Leitung vom Kantonsspital Graubünden. In dieser Absichtserklärung hat der Kanton St. Gallen die Absicht geäußert, das künftige Spital Wallenstadt als Listenspital auf unsere Spitalliste aufzunehmen. Man hat das Leistungsangebot angeschaut, das Leistungsangebot im Jahr 2019, nicht 2020. 2020 war das Corona-Jahr und entsprechend Einschränkungen in diesem Leistungsangebot. Man hat das Jahr 2019 angeschaut und man ermöglicht am Spital Wallenstadt genau die gleichen Leistungen anzubieten, die im Jahr 2019 angeboten worden sind. Mit einer Ausnahme, Geburtshilfe, die bereits geschlossen worden ist und wo das Spital Graubünden nicht Interesse gezeigt hat, die wieder aufzubauen. Man hat auch garantiert, dass das künftige Spital Wallenstadt genau gleichgestellt wird sein wie die anderen Listenspitäler bei uns im Kanton. Das heisst einerseits die gleichen Anforderungen für die Aufnahme auf die Spitalliste betreffend Personal, Infrastruktur, Mindestfallzahlen, die müssen erfüllt werden. Das ist wichtig, dass die Anforderungen von allen Leistungserbringern erfüllt werden. Das ist unsere Kontrolle von der Qualität der Leistungserbringer. Und das wird auch kein Problem sein, erwartungsgemäß. Auf der anderen Seite haben wir
in der Absichtserklärung festgehalten, dass wir von Seiten Kanton die genau gleichen gemeinwirtschaftlichen Leistungen werden erteilen, das heisst die genau gleichen finanziellen Beiträge von Seiten Kanton wie bei allen anderen Spitälern. Das sind Beiträge für die universitäre Lehre, also das heisst für die Ausbildung von Assistenzärzten, von Unterassistenzärzten, und das sind weitere Beiträge für die Aufrechterhaltung von der Notfallversorgung und für Katastrophenorganisation. Eine dritte Absichtserklärung betrifft die Übertragung des Anlagevermögens. Das Anlagevermögen setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Einerseits die Immobilien, Einrichtungen und Geräte. Da ist die Übertragung relativ einfach. Die sind im Moment im Eigentum von der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland und können zum genau gleichen Wert, der in den Büchern drinnen ist, als Kantonsspital Graubünden übertragen werden. Das ist in der ersten Absichtserklärung so festgehalten worden. Die zweite Absichtserklärung betrifft die Übertragung der Liegenschaft. Und da hat es in der ersten Projektphase vier Möglichkeiten gehabt, die vier Möglichkeiten, die man hier sieht, wo das Eigentum der Liegenschaft könnte sein. Zwei Möglichkeiten haben wir von vornherein ausgeschlossen. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn die Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland bzw. die Anlagengesellschaft der Spitalregion die Liegenschaft würde behalten und einem künftigen Mitbewerber vermieten. Man müsste die Miete organisieren, man müsste schauen, was man umbauen will, und das würde keinen Sinn machen, dass das ein Mitbewerber würde machen. Also von dem her ist diese Möglichkeit von vornherein ausgeschlossen worden. Die zweite Möglichkeit, die man auch relativ bald ausgeschlossen hat, ist, dass man die Liegenschaft von Seiten Kanton kauft. Und weil im Moment ist sie, wie gesagt, der Spitalregion, also der Anlagengesellschaft. Der Kanton hat die Liegenschaft zurückgekauft und hat sie einem Spital vermietet oder zur Verfügung gestellt, wo von einem außerkantonalen Spital geführt wird. Und die politischen Prozesse für Umbauten, für Bauvorhaben, hätten müssen im Kanton St. Gallen ablaufen. Also Interessenskonflikt vorprogrammiert. Dementsprechend haben wir gesagt, nein, das macht auch keinen Sinn, dass wir als Kanton die Liegenschaft übernehmen. Wir haben auch nicht die Liegenschaft von den anderen Spitälern, also von den Spitalverbünden, die haben wir übertragen. Es verbleiben zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit, dass die Liegenschaft des Sarganserländer Gemeinden verkauft wird, oder die Möglichkeit, dass die Liegenschaft als Kantonsspital Graubünden verkauft wird. Beide Möglichkeiten sind grundsätzlich offen von Seiten Kanton. Für die Übertragung an die Gemeinden haben wir aber eine Absichtserklärung unterzeichnet von beiden Seiten. Der Grund, warum Gemeinden bevorzugt worden sind, ist, dass von Seiten Kantonsspital Graubünden in der ersten Projektphase nicht ein grosses Interesse an einer Übernahme der Liegenschaft vorhanden war. Im Gegensatz zu den Gemeinden, wo 7 von 8 Sarganserländer Gemeinden Interesse gezeigt haben, die Liegenschaft zu übernehmen. Für die Übernahme der Liegenschaft haben Verhandlungen mit dem Finanzdepartement stattgefunden. Die Liegenschaft ist im Moment in den Büchern der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland mit 16,1 Millionen drin. Die Verhandlungen haben dazu geführt, dass die Liegenschaft könnte den Sarganserländer Gemeinden zu 8 Millionen übertragen werden. Das bedeutet, dass ein Verlust von 8,1 Millionen in den Büchern der Spitalregion Rheintal-Werdenberg-Sarganserland entstehen würde. Und in einem Side-Letter haben wir festgehalten, dass der Kanton selbstverständlich den Verlust würde übernehmen. Die letzten wichtigen Teilaspekte, die wir in der ersten Projektphase angegangen sind, sind Kommunikation. Kommunikation von Seiten Kanton hat stattgefunden, einerseits indem wir eine Webseite aufgeschaltet haben. Die Webseite wird auch laufend aktualisiert mit den Fortschritten, die im Projekt erfolgen. Man hat auch das Projekt an verschiedenen Anlässen präsentiert, sehr häufig unter Anwesenheit vom Regierungsrat Bruno Dammann. Sehr, sehr wichtig ist aber nicht nur eine Präsentation zu der Öffentlichkeit, sondern die stetige Kommunikation zu den Mitarbeitenden. Das ist eine enorm wichtige Aufgabe, weil jedes Spital lebt mit den Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter haben vor allem in der ersten Projektphase eine sehr starke Unsicherheitsphase erlebt.
Man hat ja bis zum 30.06. nicht gewusst, wird das Projekt abgebrochen oder weitergeführt. Die sehr wichtige Aufgabe hat der Standortleiter, der Jürg Liemann, übernommen. Er hat ständig zu den Mitarbeitern kommuniziert, die Fortschritte mitteilt, Mitarbeiteranlässe organisiert und für den persönlichen Kontakt neben einer bestehenden Anlaufstelle Movis noch eine zusätzliche Anlaufstelle errichtet, Sardona Help, wo er können helfen bei Unsicherheiten, bei Fragen gezielt von den Mitarbeitern. Wenn man die erste Projektphase der Zukunft des Spitals Wallenstadt vergleicht mit dem Bild vom Renaissance-Maler Giuseppe Arcimboldo, können wir sagen, in der ersten Projektphase haben wir Konturen von diesem Gesicht definiert, vom Gesicht des künftigen Spitals Wallenstadt. Aber es fehlen noch sehr viele Details in diesem Gesicht und die Details werden in der zweiten Projektphase ausgearbeitet, in der Phase, wo der Arnold Bachmann Detailfragen zum Spital Wallenstadt wird erarbeiten und die Detailfragen so muss beantworten, dass das Ganze wie in diesem Gesicht mehr als Summe von den einzelnen Bestandteilen wird. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Geschätzte Sarganserländerinnen und Sarganserländer, geschätzter Bruno, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Projektausschuss und ehemalige Mitarbeiter aus dem Kantonsspital. Die Projektphasenfolie, die haben Sie jetzt auch schon gesehen. Phase 1, auf die gehe ich nicht mehr ein. Das ist die, wo wir die vier Absichtserklärungen, die Entscheidungen, die wichtig sind, hatten. Nachher, das ist jetzt die Phase 2, wo wir drin sind. Und das ist eben die mit den Detailabklärungen. Das sind gesamthaft 10 Teilprojekte. Und von denen tue ich jetzt aber nicht alle ausführen, sondern vor allem auf das Land und Gebäude mich konzentrieren. Dann gibt es eben noch die Phase 3, das ist auch von Bruno Damann schon ausgeführt worden, wo es dann eben die Entscheidungsphase ist. Alle die müssen hier entscheiden und ganz am Schluss wirklich abdrucken tut der Kantonsrat. Wichtig ist auch, dass die Regierung den Entscheid fällen wird, anfangs Mitte Mai 2022 und nachher kommt dann der Betrieb ab 2023. Während der ganzen Zeit gilt es, den Betrieb sicherzustellen und man hat an anderen Orten gesehen, wie schnell das es geht, wenn die Unsicherheit plötzlich überhand nimmt und wenn die Spiralen abwärts dreht. Darum ist das eine ganz wichtige Phase, sonst gibt es dann nichts mehr zu übernehmen. Was aber ganz wichtig ist und was meine Kernbotschaft eigentlich heute Abend auch ist, ist, dass das eine Arbeit ist im Fluss. Sie sehen, die Phase heisst Detailabklärungen und das heisst sie nicht um einen Suss, sondern es geht um Detailabklärungen. Wenn wir alles schon wüssten jetzt, müssten wir ja keine Abklärungen mehr treffen. Und das heisst aber auch, dass die Lösungen, die wir jetzt im Detail erarbeiten, dass es da noch Veränderungen geben wird und die effektive Lösung mit allen Details, die wird erst im Mai 2022 stehen. Und bis dorthin ist es, wie ich kürzlich auch gesagt habe, erlaubt zum gescheiter werden. Und das werden wir auch machen. Und wenn morgen jemand kommt mit einem noch besseren Vorschlag, dann werden wir den prüfen und allenfalls auch einbauen in die Lösung. Das ist unsere Aufgabe, darum heisst es Abklärungsphase. Darum, das heute ist eine Zwischeninformation und es ist nicht der Zustand, der dann wirklich abgedruckt wird. Wirklich eine Lösung nachher auch in den Details festlegen, tut die Regierung in erster, zweiter Lesung im Mai 2022. Und von dort weg gibt es keine Veränderungen mehr. Von dort weg kann man nur noch sagen, ja oder nein. Also in dieser Entscheidungsphase könnte nachher, egal wer dort noch Entscheidungen fällt, letztlich dann der Kantonsrat als Letzter, aber die anderen können nur noch sagen, ja, wir machen mit oder nicht zu dieser Lösung, die dann der Regierungsrat verabschiedet in seiner Mai-Sitzung. So ist das im Moment terminiert. Das ist mit Schwierigkeiten verbunden, weil Sie können sich vorstellen, zum Beispiel eine Pensionskasse muss man 6 Monate vorher künden. Zu dem Zeitpunkt wird der Kantonsrat noch nicht entschieden haben. Das Gleiche gilt für Arbeitsverträge, das Gleiche gilt für Tarifverträge etc. Also es gibt eine ganze Serie von
Entscheidungen, die an sich mit Vorbehalt oder mit besonderen Regelungen getroffen werden müssen. Das ist nicht unmöglich, aber es ist eine Schwierigkeit. Deshalb gibt es parallel auch noch Bemühungen, den ganzen Zeitplan noch gegen vorne zu verschieben. Das ist aber sehr schwierig und wenn wir in den Details nicht genügend schnell vorwärts kommen, dann werden wir es eben auch nicht schaffen. Im Moment ist das der Zeitplan, von dem muss man ausgehen, der ist realistisch und den kann man auch einhalten. Heute Konzentration, Kernthema Land und Gebäude, Projektstand generell, Sicherstellung, Betrieb. Jetzt zu Land und Gebäude. Das Teilprojektziel auch von Land und Gebäude ist nicht Besitz und so weiter, das ist das, was man regeln muss. Aber es geht um ein Ziel, nämlich die optimale Sicherstellung von der Gesundheitsversorgung im Sarganserland. Land und Gebäude zu besitzen oder zu betreiben, das ist nur Mittel zum Zweck. Das ist nicht der eigentliche Zweck. Der eigentliche Zweck ist die Gesundheitsversorgung im Sarganserland. Und das tut mir wirklich wichtig. Da gibt es jetzt ein paar Rahmenbedingungen, wo man im bisherigen Projektverlauf konnte schon erarbeiten. Eins ist uns allen klar, das Betriebsrisiko muss beim zukünftigen Betreiber liegen. Das ist eigentlich logisch, aber es ist auch klar, dass zum Beispiel Gemeinden kein Betriebsrisiko übernehmen können, weil sie betreiben ja das Spital nicht. Das Betriebsrisiko muss der es betreibt. Sanierungsrisiko. Wir wissen, die Liegenschaft hat einen Sanierungsbedarf. Es wird zu Sanierungen kommen müssen. Und das Sanierungsrisiko ist wieder das gleiche. Das muss der zukünftige Betreiber übernehmen. Das ist logisch, weil nur er kann auch das Risiko tragen. Jetzt im Gegenzug muss man aber dem zukünftigen Betreiber auch die Entscheidungsfreiheit im Betrieb und bei Investitionen, bei Sanierungsentscheid zugestehen. Es ist klar, der das Risiko übernimmt, muss auch bestimmen können. Und der daher zahlt, muss auch können, wer zahlt, befiehlt. Aber der nicht zahlt, der kann nicht reinreden. Und darum ist es die Frage eigentlich wieder aus Sicht von der gesamten Gesundheitsversorgung im Sarganserland, was ist jetzt wirklich der beste Besitzer und der beste Betreiber? Das wissen wir, das ist das Kantonsspital Graubünden. Aber wer ist der beste Besitzer? Denn was wir auch ein bisschen schmerzlicher müssen erfahren in der letzten Zeit ist, dass wir keine Verpolitisierung der Betriebs- und Investitionsentscheid wette oder eine möglichst kleine. Auch wieder der Hinweis auf die Gesundheitsversorgung. Es geht ja um das Gesundwerden, nicht um Besitzen. Die Übertragung zum Realwert unter Berücksichtigung des Sanierungsbedarfs. Es ist vorher ausgeführt worden, dass es nicht zu dem Preis, der jetzt in den Büchern ist, verkauft wird, sondern ungefähr zur Hälfte. Da muss man allerdings sagen, der Buchwert, der ist auch nicht der Realwert, sondern der Realwert, der kann nur bestimmt werden unter Berücksichtigung vom Sanierungsbedarf. Und der ist eben ziemlich. Folgedessen ist das Land eigentlich zum heute gängigen Preis von Land in der Zone für öffentliche Bauten übertragen worden, 150 pro Quadratmeter, 150 Franken pro Quadratmeter und das gibt dann etwa 6,4 Millionen. Und zu 8 Millionen bleibt dann noch 1,6, das heisst das Gebäude ist für 1,6 Millionen und das ist halt deshalb, weil der Sanierungsbedarf dort sehr gross ist. Auf diesen Preis hat man sich geeinigt in Verhandlungen und ich denke, der entspricht auch in etwa dem Realwert. Auf jeden Fall sind im Juni noch alle der Meinung gewesen, das sei der richtige Realwert. Dann bei Scheitern, das ist auch, wird immer wieder gefragt, ja, was passiert, wenn jetzt das nicht gelingt, wenn das Spital nachher keinen Erfolg hat, wenn die Qualität nicht stimmt, wenn die Finanzierung nicht stimmt, wenn die Finanzen nicht stimmen. Was passiert denn, wenn man in 3-4 Jahren sieht, das ist einfach unmöglich, das Spital zu führen? Dann sagt man, in Bezug auf Land und Gebäude soll es bei Scheitern keine Bereicherungsmöglichkeiten geben.
Also es soll nicht so sein, dass man dann aus dem Land noch an irgendeinen Gewinn ableiten oder so etwas. Darum hat es in diesen Verträgen, egal ob das jetzt Baurecht oder Direktverkauf oder was auch immer, in diesen Verträgen werden Gewinnabschöpfungsklauseln drin sein, sodass das gar nicht passieren kann. Und es werden auch Vorkaufsrechtsklauseln drin sein, dass wenn dann eine Partei eben das Gefühl hat, ja, zu dem Preis würde ich es dann auch kaufen, im Fall, kann er das Vorkaufsrecht ja ausüben. Dann allfällige Zinsregelungen, das ist jetzt vor allem dann auf die Regelungen mit Baurecht etc. Bei allfälligen Zinsregelungen, die sollen auch zu Selbstkosten erfolgen. Also man soll sich nicht an Zinsen können bereichern. Warum? Auch das ist eigentlich eine Logik, oder? Es geht darum, um Gesundheitsversorgung. Gesundheitsversorgung wird abgedeckt durch Tarif. Wenn die Tarife jetzt, die sind schon knapp genug, um überhaupt das Personal und den medizinischen Bedarf zu zahlen. Heute geht man eigentlich voraus, vor allem im ambulanten Bereich, dass die Tarife eigentlich wirklich zu tief sind. Aber sie werden sicher nicht so sein, dass man noch zwischendurch irgendwie der Gewinn oder eine Marge kann finanzieren von irgendeinem Zwischenfinanzierer oder einem Zwischenzinsabschöpfer. Darum soll man nicht können zwischendurch Zins abschöpfen, sondern es geht darum, dass man das zu Selbstkosten macht. Aber wenn einer sagen wir eine Immobiliengesellschaft jetzt errichtet unter der Gemeinde, dann muss die Kosten von der natürlich auch abgegolten werden. Denn allfällige Baurechte sollen eben auch zu Selbstkosten, und zwar in der Übertragung und im Heimfall. Das sind dann dort die heiklen Sachen, oder? Übertragung, zu welchem Preis, und Heimfall, zu welchem Preis. Das gibt dort auch bestimmte Möglichkeiten, aber da gibt es auch Erfahrungen. Denn keine Overhead-Kosten oder Margenmöglichkeiten. Das ist auch so, oder? Alles, was wo bei Land und Gebäude irgendwelche Overhead Kosten von einem Verwaltungsrat, von einer Gesellschaft, einem Geschäftsführer, für eine Immobiliengesellschaft, all das ist alles zusätzliche Kosten, die der Gesundwerdung von Patienten nicht dient. Und deshalb sollte man das eliminieren. Es sollte keine Margenmöglichkeiten geben, es sollte keine Overhead-Kosten geben. Folgedessen sind zum Beispiel auch Lösungen mit einem privaten Investor oder so etwas, der dann das weitervermietet. Die sind von vornherein ausgeschlossen. Was soll man noch einen privaten Investor durchfüttern mit diesen jetzt schon zu knappen Tarifen? Das macht keinen Sinn. Das muss der Leistungserbringung im Gesundheitswesen, das muss der Personal kosten, das muss der Material kosten, im Spital zu gut kommen und nicht an einem Dritten, der noch Gewinn machen will. Aufgrund von diesen Rahmenbedingungen werden aktuell noch drei Varianten diskutiert. Das ist eben der Kauf der Liegenschaft oder zu gründende Immobiliengesellschaft von den interessierten Gemeinden, nicht mehr von allen Gemeinden, aber von den interessierten, und errichtet dann von einem Baurecht für den Betreiber Kantonsspital. Dann kauft die Liegenschaft durch die Gemeinde Wallenstadt allein und errichtet von einem Baurecht. Das hat schon mal den Vorteil, dass es keine Immobiliengesellschaft zwischendurch gibt mit Overhead-Kosten etc. oder auch keine komplexen Entscheidungsabläufe etc. Und dann eben der Kauf der Liegenschaften durch die zukünftigen Betreiber, nämlich durch das Kantonsspital Graubünden direkt. In der Zeitung haben Sie schon einen Haufen Argumente dazu lesen, aber es gibt auch verworfene Varianten, nämlich es ist verworfen worden, dass alle Gemeinden mitmachen. Es ist auch verworfen worden, dass man einen Pachtvertrag, das hat man am Anfang noch, der hat sich als zu komplex und zu wenig trennscharf bei werterhaltenden, wertvermehrenden Investitionen herausgestellt, ist zu kompliziert, hat man verworfen. Das weitere Vorgehen jetzt in dem ist, dass jetzt eine Stellungnahme eingeholt werden, nochmal zu den obigen drei Varianten, und zwar von den Gemeinden. Dann vom Verkäufer, das ist eben die Anlagegesellschaft von der Spitalregion, letztlich auch dort vom Verwaltungsrat von der Spitalverbünd. Dann vom Käufer, auch der hat zwar seine Priorität oder seine Präferenz geäussert, bereits auch medial, aber auch er muss natürlich sagen, wie stellt er sich zu den anderen Varianten, sind die Bedingung oder sind sie nicht Bedingung, kann man sich trotzdem vorstellen etc. Und der Lead hat das Finanzdepartement. Die Stellungnahmen sind taktet in der Zeit und sie laufen zusammen, und es ist aktuell vorgesehen, dass dann beim Finanzdepartement mit all denen, die da Stellungnahmen machen, es zu einer Abstimmungssitzung kommt,
die ist im Moment, ich glaube, das dürfen wir sagen, terminiert auf den 15. Dezember. Also nach dem 15. Dezember sollte man dann wissen, welche von diesen drei Varianten wird weiterverfolgt. Lassen Sie mich vielleicht auch noch ein persönliches Statement zu dem Ganzen machen. Ich glaube, das ist schon rausgekommen. Das Ziel nochmal ist Gesundheitsversorgung. Um das geht es. Folgedessen müssen sich auch Varianten und die Variantenwahl dem Ziel unterordnen und nicht irgendwelchen anderen Ziel. Sachlich gesehen sind alle drei Varianten machbar. Das ist nicht das Thema. Aber im Sinn vom Ziel ist es natürlich erstrebenswert, wenn die Variante genommen wird, die am wenigsten verpolitisierbar ist. Das ist eigentlich logisch. Aber wie gesagt, also am Schluss sind es politische Instanzen, die entscheiden, und die entscheiden dann vielleicht anders. Grundsätzlich, sachlich, alle machbar, aber es wäre natürlich schon wünschenswert. Und im Sinne des Ziels Gesundheitsversorgung sollte man eigentlich die am wenigsten politisierbare. Jetzt zum Projekt generell. Geklärte Themen, wir haben es gehört, Leistungsauftrag, das ist noch nicht Leistungsangebot, da hören wir nachher dann vom Kantonsspital Graubünden, wie das Standortmodell jetzt aussieht. Dann keine Wiederaufnahme von der Geburtshilfe, das muss man auch immer wieder sagen, das ist klar. Dann alles, was zum Thema geschützte Operationsstelle, da hat es auch Unsicherheiten gegeben, diese Fragen sind geklärt und abschliessend geklärt. Übertragung von Mobilien und Geräten, da weiß man auch, wie man vorgeht, da gilt der Letter of Intent, das ist eigentlich geklärt. Jetzt gibt es noch Themen, die sind noch in Klärung begriffen, da gibt es noch Nuancen. Eins ist Synergie Rivacare. Das ist auf gutem Weg, da finden bereits Gespräche statt, sind Projektgruppen, Untergruppen gegründet worden. Man ist mit Rivacare in Kontakt und da ist mit ersten Resultaten im Februar 2022 zu rechnen. Das wird dann nochmal wahrscheinlich überarbeitet werden etc. Und im Mai werden wir dann da auch zu den Synergien mit Rivacare, wo man selbstverständlich muss abklären muss, wird man dann mehr wissen. Dann Rettung. Da sind auch Fragen, vor allem in den Workshops, die stattgefunden haben, auftaucht. Und die Frage von der Rettung, wie man das organisiert, auch mit Leistungserbringer der Kantonsgrenze und so weiter, das hat noch offene Fragen. Da finden auch Besprechungen zurzeit statt. Das ist in Bearbeitung. Der nächste ist, glaube ich, am nächsten Montag, wenn ich da richtig orientiert bin. Und ist also Work in Progress. Dann Pensionskasse, da sind wir im Moment auf zwei Varianten. Es kommt jetzt noch eine dritte dazu, aber man kann im Großen und Ganzen sagen, das Thema ist sehr gut, weit bearbeitet und da geht es jetzt wirklich noch um absolute Nuancen, aber es ist auf gutem Weg. Also da ist auch per Ende von dem Monat, vom jetzigen Monat, vom Dezember, ist da mit einer Entscheidfindung zu rechnen. Denn es ist schon angetönt worden, die ICT-Übertragung, das ist noch eine grössere Baustelle, da ist noch ziemlich viel unklar, aber es geht auch da nicht um Grundsätze, was man macht, das weiß man bereits, aber es geht um die konkrete Umsetzung, wie man das denn auch in der Realität bewerkstelligen tut und dort ist noch einiges an Arbeit zu leisten. Dann Ankündigung, es ist vorher schon gesagt worden, man ist schon mal an der SIGA gewesen. Damals hat die IG Sardona Unterschriften gesammelt. Talgemeinschaft, Entschuldigung, besten Dank für die Korrektur. Und man wird wieder eine Teilnahme machen im April, Mai 2022, weil bis da soll ja dann effektiv die Lösung gefestigt sein. Es sollen auch Details geklärt sein. Und dann ist wieder eine gute Gelegenheit, um eben auch in der Öffentlichkeit das wieder zu publizieren, zu informieren über das Definitive und auch im direkten 1-zu-1-Kontakt mit der Bevölkerung eben vielleicht auch kleine Fragen, Sonderfragen und alles, was dort halt auf dem Herz liegt von der Bevölkerung, dort abzuholen und dort am Stand vielleicht auch 1-zu-1, es wird auch eine grosse Informationsveranstaltung dort geben, dort können den aufzufangen. Dort wird es dann also um die Definitivlösung gehen. Sicherstellung Betrieb. Betriebssituation aktuell ist so, dass die Frequenzen, wenn man die stationären Fälle anschaut,
die pendeln sich jetzt ein zwischen 2300 und 2600. Es kommt ein bisschen darauf an, ob man nur die stark Corona-belasteten Monate nimmt oder die weniger belastet sind, dann ist man eher unten oder eher oben. Denn die Finanzsituation ist weiterhin ungenügend. Die Spitalregion hat am 15.11. müssen weitere Sanierungsmaßnahmen bekannt geben. Denn das Kader- und Belegärzte aktuell sind stabil. Das ist ein gutes Zeichen eigentlich, weil eben die Sicherstellung des Betriebs, das ist eine ganz wichtige Zielsetzung auch von so einer Unterfangen. Und die lange Abklärungstour, das ist natürlich belastend. Wir haben das schon gehört von meiner Vorrednerin für das Personal. Und dass dort das Kader und Belegärzte jetzt doch relativ stabil sind, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Die Mitarbeiter sind gespannt und abwartend. Wir haben nur wenige jetzt eigentlich Abgänge. Man muss natürlich wissen, oder? Das ist sowieso eine Branche mit einer gewissen Fluktuation, aber die ist im Moment nicht außergewöhnlich, sondern im normalen Rahmen. Pensionierung und Temporärverträge, die während der Projektphase sind, die sind aktuell in Verhandlung, die werden diskutiert auf Einzelbasis mit den Leuten, um zu schauen, kann man verlängern, was kann man da machen. Dann Chefarztstelle in der Medizin, die ist, oder wird noch ausgeschrieben. Es gibt aber auch dort noch andere Lösungen, die jetzt in Diskussion sind. Also man ist da überall dran. Projektsituation Sicht Wallerstadt, das darf ich sagen in Absprache mit dem Standortleiter, mit dem Dr. Jürg Liemann. Die Workshops sind enorm geschätzt worden. Man hat so gegenseitige Workshops gemacht in den einzelnen Fachbereichen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr gut angekommen. Da hat man auch so erste Sachen können abbauen, Ängste auch und mal die Situationen mindestens einander gegenseitig kennenlernen. Keine Unzufriedenheit zum Informationsstand. Man hat gehört, welche Informationsmaßnahmen das man ergriffen hat. Und wir sehen, im Moment gibt es wenig Reklamationen. Normalerweise in solchen Projekten wird immer die Informationspolitik kritisiert. Man sagt immer, zu wenig, zu viele Informationen, am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt. Da haben wir bis jetzt relativ wenig Kritik gehabt, aus Sicht Mitarbeitender. Wie es sonst ist, da werden wir heute noch einiges hören. Dann interne Vertrauenspersonen und externe Anlaufstellen, also das Movis und die Sardone Help, die sind am Anfang, hat es zwei, drei Meldungen dort gegeben. Im Moment ist dort ziemlich ruhig, die werden fast nicht benutzt. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass es mindestens aus Sicht Mitarbeitende als, ja, sich informiert fühlt, sich ernst genommen fühlt, vielleicht auch durch die Workshops unterstützt, dass da also nicht jetzt irgendwie ein riesen Problem rum wäre. Dann KSGR-Informationen zum Standortbetriebsmodell, so unter dem Stichwort, das kommt jetzt nachher noch, klein aber rentabel, ist auf Verständnis gestoßen. Das hat stattgefunden am 17.11. Dort, wo man am meisten merkt, aus den Rückmeldungen der Mitarbeitenden, ist heute, man ist natürlich gespannt, Erwartung auf die neuen Arbeitsverträge. Es ist allen klar und bewusst, es wird jeder einen neuen Arbeitsvertrag kriegen. Und das ist natürlich das, was jeder auch wirklich dann interessiert. Und da ist so eine gespannte, abwartende Haltung. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, liebe Anwesende, geschätzter Regierungsrat, liebe Vertreter von der politischen Gemeinde, ich möchte mich zuerst ganz herzlich bedanken, einerseits für das, dass wir hier sein dürfen, vom Kantonsspital Graubünden. Es ist ein toller Anlass für uns, uns hier zu präsentieren, aber natürlich auch generell, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, an dieser Aufgabe teilzunehmen, vielleicht den Standort dürfen zu betreiben in Wallenstadt. Jetzt haben Sie ganz viel gehört über das Projekt und die Rahmenbedingungen, Projektplan und so weiter. Sie haben gesehen, das ist relativ komplex. Wir wollen Ihnen eigentlich zeigen, was unsere Idee ist, was wir überhaupt machen wollen in Wallenstadt. Wir haben nach vielen Workshops, auch mit den Mitarbeitenden in Wallenstadt und auch internen Workshops am Kantonsspital Graubünden, weil auch dort sind grosse Diskussionen im Gang, wie wir das am besten machen, sind wir eigentlich auf eine Formel gekommen, die uns am vielversprechendsten scheint. Nämlich, dass wir klein, aber profitabel starten wollen.
Das Ziel ist, dass wir so starten, am 01.01.2023, dass wir nicht 3 Jahre später schon wieder über Sanierung reden. Oder beim Kanton müssen anklopfen, weil das wäre chancenlos. Der Kanton hat klar gemacht, es gibt keine Defizitbeiträge mehr in Zukunft. Also müssen wir alles daran setzen, dass man nicht gerade zu einem Problemfall wird, weil wenn man das von Anfang an ist, dann kommt man auch nicht mehr zu den Schlagzeilen aus. Also sind wir darauf angewiesen, dass man etwas macht, wo möglichst von Anfang an gut ausgelastet ist. Die Zauberformel in den Spitälern ist, neben dem, dass man gute Tarife braucht, dass man eine höhere Auslastung hat. Darum eben klein starten und dann schauen, ob man sich allenfalls weiterentwickeln kann. Wir haben das definiert für uns, was das heisst. Und zwar bezüglich Fallzahlen, bezüglich der Bett, der Auslastung, dann im Personal, was es dazu braucht und auch bezüglich der Marge, wo wir mit diesem Standort erreichen wollen. Der Standort ist kein eigener Rechtsträger mehr, sondern ein integraler Bestandteil vom Kantonsspital Graubünden. Die Fallzahlen, um das noch etwas konkreter zu machen, die bewegen sich eher am unteren Rand von dem, was wir schon gehört haben, von Arnold Bachmann. Bett wird auch nicht die Bettenzahl sein, die man heute hat, aber es wird doch eine rechte Anzahl Betten haben, die man betreiben will, weil der Standort hat Potenzial, ganz klar. Aber wie gesagt, lieber klein anfangen und dann in 3 Jahren einen Schritt machen, als der umgekehrte Weg. Wir werden auch am Anfang nicht grosse Investitionen tätigen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir auch die Zeitachse gar nicht zulassen, dass wir jetzt noch einen grossen Umbau machen oder eine Sanierung. Wir werden ein bisschen etwas machen, wir werden das neu beschriften, aber es soll in 2, 3, 4 Jahren der Entscheid gefällt werden, weil etwas muss man sanieren, dieser Liegenschaft, wie gross, dass man die Sanierung dimensionieren will und was man genau machen will. Denn wenn wir Erfahrungen sammeln können, wenn wir ein gutes Gefühl haben, wenn wir wissen, wie die Frequenzen sind, dann werden wir die Entscheidungen definitiv treffen vom Ausbau. Was auch klar ist, der Verwaltungsrat und Geschäftsleiter vom Kantonsspital Graubünden haben gesagt, zu welchen Rahmenbedingungen dass wir uns vorstellen können, dass das eben erfolgreich wird, das Projekt. Dort dazu gehören insbesondere, dass man die unternehmerische Freiheit hat, dass man also nicht eingeschränkt wird, also sagen wir zum Beispiel von der Gemeinde oder vom Kanton, was sagt, also wenn ihr das Projekt machen könnt, dann müsst ihr aber 10 Jahre genau das und das anbieten, sondern es müssen die normalen Regeln gelten von der Spitalplanung. Also man muss die normalen unternehmerischen Freiheiten haben, nach Übernahme von diesem Betrieb. Aber auch bezüglich zum Beispiel der Zusammenarbeit mit der Rettung St. Gallen haben wir Vorstellungen, wie sich das etwas abspielen sollte. Auch bezüglich der Kosten, wir haben jetzt relativ viele Kosten für das Projekt. Wir müssen ganz neu mit IT kommen, wir müssen mit Logistik kommen, Ausstattungen und so weiter. Also auch schon jetzt, bevor wir den Betrieb übernehmen, fallen hier erhebliche Kosten an, Investitionen. Dort haben wir gesagt, was wir uns leisten können und was eben nicht mehr. Und auch bezüglich der Restrukturierung haben wir Vorstellungen eingebracht ins Projekt und eben auch bezüglich der Übernahme der Immobilien. Auch dort hat der Lernprozess stattgefunden beim Kantonsspital Graubünden. Wir haben das auch schon der also bezüglich Medien und Öffentlichkeit gesagt, dass wir einen Kauf von dieser Liegenschaft bevorzugen würden, weil es eben am meisten betriebliche Freiheit gibt. Das ist zum Modell generell, zum Standort und zu den Rahmenbedingungen. Und jetzt das Allerwichtigste, was wir da wirklich dort machen, das würde Professor Fehr vorstellen. Bitte, Thomas. Geschätzte Anwesende, ich freue mich, dass ich heute als Mitglied von der Geschäftsleitung und Departementsleiter von der Innermedizin darf da sein und ein Angebot, das wir im Moment eben den Work in Progress planen, anzubieten, Ihnen vorstellen. Ich werde für alle Departemente jetzt hier reden, stellvertretend. Auf der linken Seite ist dargestellt, was das stationäre Angebot wird sein. Die 40 Betten, die Hugo angesprochen werden, da werden sich verschiedene Bereiche drin aufteilen. Und was der Kern soll sein, für uns klar, ist das sogenannte Basispaket in allgemeiner Innermedizin und das Basispaket in Chirurgie. Jetzt, was die Innermedizin angeht, dort gibt es eben die allgemeine Versorgung von internistischen Krankheitsbildern, aber es gibt 2 spezielle Abteilungen, die in Wallenstadt bereits etabliert sind. Das ist nämlich die akut-geriatrische Abteilung, die sehr gross ist, muss ich sagen. Die ist fast so gross wie die wir in Chur betreiben.
und eine palliativmedizinische Abteilung. Und die Patienten, die auf diesen Abteilungen aufgenommen werden, sind ja typischerweise eben ältere Patienten, schwerkranke, chronisch kranke Patienten, die eben dort ins Spital gehen wollen, wo sie in ihrem sozialen Umfeld bleiben, nahe bei ihren Angehörigen sind und so auch einfach Kontaktmöglichkeiten bestehen. Und wir sind der Meinung heute, dass wir die beiden Abteilungen hier weiter betreiben. Wir sehen sogar gerade in der Palliativmedizin auch gewisse Wachstumschancen und möchten das im Rahmen von der inneren Medizin eigentlich betreiben. Auf Seite von der Chirurgie ist der Kern von der allgemeinchirurgischen Teil ist einerseits, mein Kollege, der Chirurgiechef, redet einmal von der harten und der weichen Chirurgie, oder? Also es ist einerseits die Unfallchirurgie, wo es ums Flicken von Knochen, sage ich jetzt mal einfach gesagt, geht, also Unfallpatienten. Und das andere, die weiche Chirurgie, geht es um Operationen im Bauch und im Bereich von den Weichteilen, wie es Trachirurgie genannt im Fachjargon. Und da haben wir auch schon Kollegen im Auge, die als mögliche Standortleiter hier in Wallenstadt in Frage kommen, die sehr fortgeschrittene Gespräche sind. Es gibt noch keine Verträge und darum kann man noch keinen Namen nennen, aber es sind Kollegen, die wir gut kennen und exzellent qualifiziert sind. Da war auch ein Problem, dass der Operationsbetrieb im Moment in Wallenstadt sehr limitiert ist und es ist geplant im Moment, dass man das die Betriebszeiten vom Operationssaal weiter gegen den Abend ausdehnt, sodass auch Patienten, die da vor allem im Winter in der Skiregion verunfallen und dann irgendwie am 4, 5 in Wallenstadt eintreffen, auch da noch operiert werden können, oder? Was nicht geplant ist, ist eine durchgehende Operation durch die ganze Nacht durch, weil das würde dann nachher Vorhalteleistungen bedingen, wo dann die Profitabilität, die Hugo vorher angetönt hat, würde ich in Frage stellen. Oder? Aber Ausbau von der Betriebszeiten und auch eine gewisse Flexibilität, dass man eben in den saisonalen Spitzen im Winter eben mehr kann machen kann, als vielleicht in gewissen Flautenzeiten im Sommer, das soll möglich sein. Und dann, was weiter eigentlich unverändert soll weitergehen, ist das Angebot in der Gynäkologie, aber eben, wie gesagt, ohne Geburtshilfe, das schon erwähnt wurde vorher. Auf der rechten Seite ist dargestellt dann mehr, was ambulante Bereich und so interdisziplinäre Stationen angeht. Da hat es eigentlich Einheiten, die sehr gut funktionieren am Spital Wallenstadt. Das ist einerseits eine Notfallstation, zweitens gibt es eine Tagesklinik oder Poliklinik. Und das dritte gibt eine Überwachungsstation, im Moment als Intermediate Care Station geführt. Und die Stationen, die werden heute schon eigentlich interdisziplinär betrieben. Also dort hat es chirurgische Themen oder Fächer, die dort vertreten sind, und internmedizinische Fächer. Und zum Teil ist auch der Dienstbetrieb gemeinsam. Und diese Interdisziplinarität werden wir eigentlich aufrechterhalten oder in gewissen Bereichen sogar noch intensivieren. Also gerade was den Notfalldienst angeht, dass man da Synergien schafft, weil am Schluss soll jemand da Dienst machen in der Nacht und es hängt nicht primär davon ab, ob das ein Chirurg oder ein Internist ist. Dann gibt es ein paar spezialisierte Angebote, die auch sehr gut etabliert sind und wo wir weiterführen wollen. Das ist zum Beispiel die Dialysestation. Das erlaubt dann auch, dass man in der Akutmedizin Patienten, die dialysepflichtig sind, eben aufnehmen kann. Dass man auch in den umliegenden Reha-Kliniken Patienten aufnehmen kann, die Dialyse brauchen, wenn sie hier dialysiert werden können. Das möchten wir weiterführen. Ebenfalls das onkologische Ambulatorium, wo mit dem Belegarzt von hier, der auch angestellt ist und Chemotherapie am Spital macht, soll weitergeführt werden. Generell, da steht unten auch, dass man eigentlich mit den bestehenden Belegärzten, wo langjährige Verträge bestehen und sehr gute Zusammenarbeit bestehen, eigentlich mal grundsätzlich weiterarbeiten. Was wir ändern ist, dass alle Leistungen aus dem Supportbereich, was nicht unbedingt vor Ort muss sein, eben von Chur aus geleistet werden. Also das sind Angebote wie zum Beispiel die ganze Finanzabteilung, die HR-Abteilung, dann so die zentrale ICT-Support, was nicht gerade Installationen vor Ort sind. Diese Sachen möchten wir zentralisiert von Chur aus machen und so mit dem auch können Kosten sparen. Nochmal ganz kurz den nächsten Schritt aus unserer Sicht. Jetzt geht es darum, das zu detaillieren, das Angebot. Also am Schluss braucht es verlässliche Dienstpläne und es braucht Leute und alle müssen wissen, wo sie Dienst machen und so weiter. Also das ist noch ein weiter Weg bis zu diesem Detaillierungsgrad. Dann braucht es eben, das machen wir aber zusammen, einen Vertiefungsworkshop mit den Vertretern von Wallenstadt vor Ort. Dann ganz wichtig wird eben sein, dass wir rasch eigentlich
dem Personal, wo wir sagen, mit dem Personal möchten wir dann weiterarbeiten im 23., dass wir diesen Mitarbeitenden Sicherheit geben. Das möchten wir, haben wir klar definiert, was für einen Prozess das wir hier sehen, dass wir rasch, noch bevor dass die politischen Entscheidungen final gefällt werden, können Verträge geben und sagen, das sind die Bedingungen, mit dir möchten wir gerne weiterarbeiten, dass die Leute Sicherheit haben und nicht nur abspringen im letzten Moment, dass wir am Schluss gerade zu wenig Leute haben. Oder? Also das wird ganz eine wichtige Arbeit sein. Und dann auch die Bindung der niedergelassenen Ärzte. Wir hatten gestern schon einen ersten Anlass gehabt mit den Zuweisenden, dass die sehr früh auch beim Projekt dabei sind. Generell ist uns auf der rechten Seite aufgeführt wichtig, dass wir das jetzt die Arbeiten vorantreiben mit den Leuten auch vor Ort. Oder? Es hat unheimlich gutes Personal in Wallenstadt, motivierte Leute. Und wir werden mit diesen Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern vor allem zusammenarbeiten jetzt in der Ausarbeitung der Details. Wir werden weiterhin uns Mühe geben, dass wir gut kommunizieren können, dass wir transparent arbeiten und dass wir hoffentlich nicht allzu kompliziert tun und auch einfache Lösungen finden. Und damit habe ich geschlossen und bedanke mich recht herzlich. Man ist davon ausgegangen, von 2019 mit dem damaligen Leistungsangebot hat man auch einmal bitte zurück schon geschaut, weil wir haben einmal ein viel grösseres Leistungsangebot gehabt. Nein, weil es zählt eigentlich nur jetzt und die Zukunft, wie wir das gestalten wollen. Wir können ja nicht aus der Vergangenheit, es waren noch viele andere Sachen anders gewesen. Also es hat Zeit gegeben, eben vom Kanton Finanzierung bekommen als Standort. Es hat Zeit gegeben, da hat man, sind noch andere Mittel und so weiter. Das ist ja immer in einem bestimmten Verhältnis gewesen, vermutlich von der damaligen Spitalplanung etc. etc. Und das hat sich ja alles verändert. Es hat sich die ganze Regulierung jetzt verändert. Das Kantonsspital Graubünden ist heute wahrscheinlich auch nicht mehr das, was früher war. Also da haben sich sehr viele Rahmenbedingungen verändert, sodass der Blick zurück jetzt für die Lösung, der ist zwar interessant, aber für einen Standort vermutlich jetzt nicht mehr wahnsinnig hilfreich oder zweckmässig. Ja, geschätzte Damen und Herren, die Altgemeinschaft und unsere Petition ist jetzt heute Abend schon mehrmals erwähnt worden, dass ich jetzt eigentlich davon ausgehe, dass ihr alle wissen, dass wir uns von Anfang an für einen Erhalt vom Standort Wallenstadt mit einer stationären Grundversorgung eingesetzt haben. Für uns ist auch von Anfang an klar gewesen, und meine Haltung ist selbstverständlich im Grundsatz mit dem Jürg Stopp und dem Präsidenten unserer Altgemeinschaft abgesprochen. Das Spital Wallenstadt hat für unsere Region eine grosse Bedeutung. Sie hat eine volkswirtschaftliche Bedeutung, sie hat eine Bedeutung in der Grundversorgung, in der stationären Grundversorgung für uns. Und selbstverständlich hat das Spital auch eine grosse Bedeutung als Arbeitgeberin, die doch viel hochqualifizierte Arbeitsplätze hat. Wir sind sehr froh und dankbar über die Arbeit, die jetzt geleistet wird für die kantonsübergreifende Lösung. Wir sind sehr dankbar für die Delegation aus St. Gallen, Delegation von Chur, für die Projektleitung. Wir sind überzeugt, dass da sehr konstruktiv geschafft wird, sehr professionell geschafft wird und so schnell wie möglich Fürschi geschafft wird. Natürlich kann sich auch den Prozess einmal etwas ändern, das ist selbstverständlich. Und trotzdem sind wir sehr überzeugt, dass da hochprofessionell geschafft wird. Seit das immer klarer wird, das Projekt, ist es ganz sicher für viele Mitarbeitende im Spital Wallenstadt auch eine Erleichterung, weil die haben jetzt über Jahre mit dieser Unsicherheit müssen leben, dass sie nicht wissen, ob ihre Arbeitsstelle noch erhalten bleibt oder nicht. Und auch wenn jetzt noch nicht alles ganz klar ist, glaube ich, ist jetzt spürbar, dass das Projekt erfolgreich und realistisch umgesetzt wird. Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie dem Spital Wallenstadt Treue gehalten haben und hoffen natürlich, dass sie das weiterhin machen und auch in der neuen Organisation umsetzen können. Als Stadtnerin erlaube ich mir da noch eine Bemerkung zu diesen Varianten wegen dem Kauf von der Liegenschaft und vom Gebäude. Und wir denken, dass der Kauf der Gemeinde Wallenstadt natürlich eine gute Sache wäre, weil so eine strategische Landreserve wäre allenfalls schon schlau, wenn eine Gemeinde das würde im Auge behalten. Und ja, darum darf ich mich da sicher für das aussprechen und Angela Umberg würde sicher etwas noch dazu sagen. In dem Sinn kann ich in vielerlei Hinsicht aus Sicht von der Talgemeinschaft Danke sagen für die Arbeit, die da geleistet wird.
Und wir sind sehr zuversichtlich und hoffen, dass das Projekt erfolgreich zum Fliegen kommt. Und nach so viel wohlwollenden Wort erlaube ich mir doch noch eine kleine Kritik. Und die hat sicher auch etwas vielleicht mit dem Vorredner zu tun und so. Also mir ist bewusst, dass man in der Politik sich muss profilieren, dass man sich muss positionieren, das gehört zum politischen Geschäft. Aber ich appelliere jetzt wirklich an die politischen Mitwirkenden hier, dass sie verzichten auf grosse Grabenkämpfe und auf ganz egoistische Profilierungssachen. Weil es geht hier um eine Sache, die wichtig ist für das ganze Land. Und ich hoffe, und es ist noch nötig, dann in einem Jahr, dass alle am gleichen Strick ziehen, im Sinn von der Sache, damit das ein erfolgreiches Projekt wird. Danke bestens. Spitalweiterführung ist für das ganze Land und für Wallenstadt existenziell wichtig. Das habe ich schon ein paar Mal sagen und es ist einfach so. Ich will dem Kantonsspital Graubünden gratulieren, dass sie die Chance nutzen, sich im ganze Land bezüglich der Gesundheitsversorgung zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt weiterzuentwickeln. Bravo! Auch die Standortgemeinde, das haben Sie auch ein paar Mal gehört, hat Interesse an dieser Liegenschaft. Wir haben es auch schon kundtun. Wir haben es vor allem kundtun, wo auch bekannt worden ist, dass das Kantonsspital Graubünden auch interessiert wäre, die Immobilien im Baurecht zu übernehmen. Wir haben unser Interesse an dieser Liegenschaft eben an der richtigen Stelle deponiert und mindestens mündlich haben wir vom Kanton auch umgehend ein positives Signal bekommen. Wenn wir, also die Gemeinde Wallenstadt, die Immobilie kann erwerben, würden wir selbstverständlich die Flächen am Kantonsspital Graubünden im Baurecht übertragen. Wir würden ihnen selbstverständlich auch garantieren, dass sie sich dort nach ihren Vorstellungen könnten positiv weiterentwickeln. Mich hätte das natürlich auch vorstellen, dass wenn das Kantonsspital Graubünden die Immobilie würde übernehmen würde, wenn man uns da ein Vorkaufsrecht würde einräumen. Das wäre auch eine gute Geschichte. Also Sie merken, wir schalten nicht auf stur, sondern die Beweglichkeit würden wir jederzeit an den Tag legen. Übrigens in diesem Zusammenhang, am nächsten Montag, also am 6. Dezember, unterhaltet sich der CEO vom Kantonsspital Graubünden, der Herr Hugo Kühne, zusammen mit dem Herr Dr. Arnold Bachmann, mit dem Gemeinderat Wallenstadt über die Spitalimmobilien. Und wenn man ein bisschen die Historie anschaut, dann stellt man Folgendes fest. Vor über 130 Jahren hat eine angesehene Persönlichkeit, das ist der Herr Dr. Huber, Wallenstadt will das Grundstück mit einem Stiftungsvermögen von 200'000 Franken mit dem Auftrag schenken, dass die Gemeinde Wallenstadt dort ein Spital erstellt. An der Bürgerversammlung vom Juni 1889 hat die Bürgerversammlung entschieden, dass man die Verpflichtung aufgrund von Geldsorgen nicht eingehen kann. Dann hat das langes Hin und Her stattgefunden zwischen dem Dr. Huber und dem Kanton. Schlussendlich hat der Kanton das Grundstück übernehmen und genau vor 130 Jahren hat man das Spital Wallenstadt einweichen. Sie merken also, für die Gemeinde Wallenstadt würde sich mit der Übernahme von dieser Immobilie der Kreis schliessen. Wie gesagt, wir gehen dahin, wir suchen das Gespräch mit diesen wichtigen Playern und dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Einfach die wichtigste Botschaft ist die, wir wollen dem Projekt auf jeden Fall in keiner Art und Weise im Weg stehen.
Und wenn das Kantonsspital Graubünden darauf besteht, die Liegenschaft kennen, Baurecht zu übernehmen, dann würden wir da zurücktreten. Aber das Interesse ist ganz klar vorhanden und es ist sicher auch nachvollziehbar, warum das Interesse der Standortgemeinde vorhanden ist. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.